Hallo, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir sind jetzt wieder da nach einer etwas längeren Sommerpause und übergeben heute quasi an das neue Team, das jetzt übernimmt in diesem Semester. Und heute wollen wir euch eigentlich nur noch mal unsere besten Beiträge zeigen, wo wir auch finden, die waren ja die besten. Ne? Aus verschiedenen Kategorien, die wir ja hatten. Hatten wir. Genau, was hatten wir? Dabei. Wir hatten Europa. Genau, Europa. Unicheck. Unternehmen. Genau. Und den Cube zu den Unternehmen. Und Lifehacks. Genau, und Lifehacks. Und dein Beauty-Beitrag. Ja. Ja. Genau. Sollen wir direkt mal anfangen dann mit dem besten Beitrag aus der Europa-Reihe? Genau. Das ist der Beitrag mit dem Professor Vatter. Und den Beitrag, den zeigen wir euch jetzt. Für unsere Europastudien haben wir Herrn Prof. Dr. Vatter getroffen. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Thematik der interkulturellen Kompetenz. Um Einblicke in sein Forschungsgebiet zu erlangen, sprechen wir heute über das Thema interkulturelle Kompetenzen und klären zunächst, was man darunter versteht. Man versteht darunter die konstruktive Gestaltung interkultureller Situationen. Das heißt, es kommt vor allem darauf an, situationsgerecht handeln zu können. Das geht oft einher mit Fremdsprachenkenntnissen, mit Prozessen des Aushandelns von Bedeutung oder auch von Regeln des Zusammenspiels. Und jede Situation ist eine andere. Mit reinem Regellernen von Kultur ist es nicht getan. Was bedeutet interkulturelle Kompetenz genau? Ein Modell, mit dem ich das gerne erkläre, das wurde mal von der Bertelsmann Stiftung popularisiert, ist das einer Lernspirale. Und um herauszufinden, was diese Lernspirale genau ist, haben wir ein kleines Set aufgebaut, damit Herr Professor Vatter das Bertelsmann-Modell für uns zeichnen kann. Jetzt haben wir Schriftung raus, so was draufsteht am Bertelsmann-Modell. Ja, genau. Kein Problem. Ich das falsch zeichnen. Dann sagen Sie, Geisteswissenschaftler auf Tischdecken malen müssen, weil Sie keine Stiftplatz kriegen. Ja. Aber ich habe Stifte. Ich habe auch noch einen blauen Stift mit dabei. Ich habe auch einen blauen hier. Ja. Wie soll das machen? Soll ich einfach mal malen? Wo ist unten von Ihrer Seite aus? Also wo fängt die Spirale an? Kamera da. Gut, also interkulturelle Kompetenz kann man sich vorstellen in der Entwicklung, die dynamisch ist, wie so eine Spirale funktioniert. Das ist ein Modell der Lernspirale interkulturelle Kompetenz. Das wurde auf der Basis von zahlreichen anderen Forschungsarbeiten, vor allem von der Bertelsmann Stiftung, weiter propagiert von einer Kollegin. Und die besagt, wir fangen bei der interkulturellen Kompetenz vielleicht irgendwo an, aber das Lernen ist eigentlich nie beendet. Wir gehen mit jeder interkulturellen Begegnung in eine neue Lernschleife sozusagen und die Spirale entwickelt sich weiter. Dann hat in der Spirale interkulturelle Kompetenz vier hauptsächliche Bereiche. Das eine ist der Bereich der Haltung und Einstellungen. Also eine Art innere Prädisposition für interkulturelles Handeln, eine Einstellung dem anderen gegenüber, eine Öffnung dem Fremden gegenüber, wie ich auf andere zugehe. Darüber habe ich einen Bereich der Handlungskompetenzen. Hier geht es weniger um Kompetenzen im Sinne von konkreten praktischen Fertigkeiten als um Wissen über interkulturelle Begegnungsformen, wie interkulturelle Unterschiede sich auswirken, welches geben kann. Also rein theoretisch ist das noch konzipiert. Aber mit Haltung und Kompetenzen gehe ich in konkrete Situationen rein, in denen ich Menschen aus anderen Kulturen treffe, denen begegne. Mhm. Und jede dieser Begegnungen, die hier irgendwo im Lernprozess stattfindet, hat auch zwei Seiten. Eine interne Wirkung und eine externe Wirkung.
Die externe Wirkung ist eigentlich relativ einfach. Das ist, wenn Sie sich vorstellen, in einer interkulturellen Situation, Sie interagieren mit Menschen aus anderen Kulturen, ist das Ergebnis der Handlung. Idealerweise ein Kommunikationserfolg. Ich realisiere ein Geschäft, eine erfolgreiche Verhandlung, das ist die externe Wirkung, eine erfolgreiche Interaktion mit dem Partner. Die interne Wirkung findet auch immer statt, denn jede Begegnung mit dem Fremden, dem anderen, redefiniert meine eigene Positionierung. Ich gehe nie anders aus der Begegnung, ich gehe immer anders raus aus der Begegnung, als ich reingegangen bin. Das heißt, ja, selbst im Tourismus, jeder Urlaub führt dazu, dass der Mensch sich neu positioniert, idealerweise, im Kontakt mit dem Fremden. Diese interne Wirkung hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Haltung und Einstellung. Das heißt, immer wenn ich aus der Begegnung rausgehe, verändert sich etwas in meinen Positionierungen, meine Prädisposition, meine Einstellung dem Fremden gegenüber mit. Und ich lerne auch aus der Interaktion neue Kompetenzen, wie ich mich verhalten kann, wie ich in interkulturellen Situationen handeln kann. Und diese neuen Kompetenzen bringe ich wieder in die Interaktion ein. Es gibt wieder neue interne Wirkungen, externe Wirkungen, die wieder auf die Haltungen, Einstellungen einwirken und die dann auch wieder Handlungskompetenzen beeinflussen. Das heißt, mit jedem Kontakt interkultureller Art kann ich meine interkulturelle Kompetenz weiterentwickeln. Wenn man das so ein bisschen über die Länder oder vielleicht auch die aktuelle Situation mit den Flüchtlingen in Deutschland speziell oder auch in Europa anwenden kann, kann man irgendwo hier ein Kreuzchen machen, wo wir uns eventuell befinden und wo wir noch hinkommen könnten? Das Schöne im dynamischen Modell ist, dass es ein Kreislauf ist, dass es immer weitergeht. Wo würden Sie sagen, sind wir momentan? Na, wir beobachten im Moment, glaube ich, sehr viele Wirkungen. Und wir sollten mehr darüber nachdenken, was das für unsere Haltung und Einstellung im positiven Sinne bedeutet. Hier, wenn Sie den Mediendiskurs verfolgen, haben Sie sehr viel Berichterstattung über negative Einstellungen, die gerade aus meiner Sicht etwas den positiven Effekt des letzten Jahres, über die Hilfsbereitschaft, positive Begegnungserfahrungen und so weiter überlagern. Wenn wir überlegen, wie wir Einstellungen positiver Art in Kompetenzen einbringen können und dann auf die externe Seite der Wirkung, der Handlungskompetenz umsetzen können, dann kommen wir einen ganzen Schritt weiter. Und Sie sagen ja auch, das ist eine Lernspirale, bedeutet also interkulturelle Kompetenz kann man erlernen, das ist ein Lernprozess. Bedeutet das, das kann komplett jeder erlernen oder brauchen wir irgendwelche Grundvoraussetzungen? Ich denke, jeder lernt zwangsweise interkulturell zu interagieren, denn keiner bewegt sich mehr in einem rein monokulturellen Umfeld. Okay, gut. Ich glaube, zum Bertelsmann-Modell haben wir dann genug. Vielleicht räumen wir gerade noch mal ein bisschen mit auf. Das Chaos sollten wir natürlich so nicht hinterlassen und sorgen gemeinsam für die ursprüngliche Ordnung. Dabei ging die Zeichenrolle kaputt, was wir als Anlass nahmen, uns mit einem Erinnerungsstück an den Vater für das tolle Gespräch zu bedanken. Ein Andenken. Verzeihen, dass ich direkt. Ja! Haben wir nicht ganz. Trotzdem bedanken wir uns für das aufschlussreiche Gespräch und hoffen, wir konnten euch das Thema interkulturelle Kompetenz näher bringen. Unser bester Beitrag von Europa und wir haben natürlich noch einen Beitrag von, also der beste Beitrag von unserer Unicheck-Serie, ja. Weil es einfach am schönsten, am lustigsten war, ja, finde ich auch. Lustig. Der Koch, der war ja, oh jetzt weil, wisst ihr ja, worum es geht, der Koch war echt super, super lustig und es war ein schöner Tag, wir hatten einen schönen Drehtag da, ja. Und der Beitrag ist super schön geworden. Da war auch großer Ansturm und zwar bei dem Foodtruck. Wir hatten dieses Jahr wieder den Foodtruck bei uns auf dem Uni-Campus-Gelände zu Besuch und den Beitrag, den wollen wir euch nicht vorenthalten, das war unser bester Beitrag aus Unicheck und den zeigen wir euch jetzt. Vom 17. bis 20. Mai ist der Foodtruck auf unserem Campus zu Besuch. Ab 11.30 Uhr gibt es hier leckere kulinarische Besonderheiten von Stefan Wirz.
Stefan Wirz ist Starkoch und Foodstylist für Werbefilme. Er hat unter anderem schon bei der Kochsendung Kochduell auf Vox mitgemacht. Die Aktion mit dem Foodtruck läuft unter dem Namen Campus Cooking. Hier übernehmen Starköche für einige Tage die Mensaküche. Ja, mein Name ist Stefan Wirz. Ich bin ein Genussnomade. Ich komme, bringe Genuss. Und im Rahmen des Campus Cooking werde ich meiner Leidenschaft frönen, Leckereien an Studierende zuzubereiten und auszugeben. Ja, Campus Cooking ist jetzt schon 17 Semester alt, 16 bin ich schon dabei. Wir bringen ein bisschen Spaß auf die Zunge, aber auch so ein bisschen ins normale Mensa-Leben. Mit Hilfe der Studierendenwerke haben wir vor Ort immer Unterstützung dabei und wir bereiten kleine Gerichte zu, welche ich vorher natürlich rezepturisch erarbeitet habe. Heute ist ja Rock'n'Roll Kitchen, also das ist der Claim von diesem Semester. Es gibt Sachen, die man auf der Hand essen würde, auch beim Konzert und dabei jubeln würde. Deswegen gibt es heute einen Burger Italian Bastard. Schön mit Tomate, schön mit Mozzarella drauf und ganz, ganz wichtig, selbstgemachtes Pesto. Dazu gibt's als Geschenk von mir, weil ich Saarbrücken so schätze, ein selbstgemachtes Gingerbier oder eine Thymian-Apfellimonade. Ich persönlich würde mal vorbeikommen. Es gibt so eine kleine Gratwanderung zwischen Burger, Wrap und Ciabatta. Es gibt auch mal was Vegetarisches dazu. Hühnchen ist auch mal dabei. Aber ich möchte euch eigentlich nur die Zunge und den Gaumen wässrig machen. Schaut mal im Internet nach oder direkt hier bei mir am Foodtruck. Also, wir sind schon 4 Wochen unterwegs. Wir haben angefangen in Nürnberg, wir waren schon in Chemnitz. Wir hatten manchmal Schnee, manchmal hatten wir etwas Regen. Wir haben sehr schönes Wetter gehabt. Immer lächelnde Studierende. Erlebt habe ich große Schlangen begeisterter Leute, die unbedingt einen Burger wollten. Jede Art von Wetterkapriole, wie gerade schon erwähnt, aber immer eine herzliche Umarmung auf den Campus-Situation. Sie sehen, mein Rücken ist noch ohne Messer, also ich glaube, ich darf noch weiter kochen. Und man kann sich auch jeden Tag steigern. Wenn was sein sollte, einfach mich ansprechen. Möglichkeiten der Variation sind immer gegeben. Ich persönlich war noch nicht in Saarbrücken. Campus Cooking war schon mal hier. Da hatten wir immer Kollegen von mir eingespannt. Nur in diesem Jahr bin ich ja Alleinreisender sozusagen. Nein, ich habe noch jemanden an meiner Seite, aber wir machen die 8 Wochen jetzt an einem Stück. Und der Foodtruck ist im Rollen. Und mir gefällt der Campus sehr gut. Die Küche gibt sich regliche Mühe, mich zu unterstützen und alle sind total charmant dabei. Ich freue mich auf die Ausgabe. Campus Cooking ist gerade hier. Kommt vorbei. Komm mal hier oben. Ich flippe total aus. Stefan ist der Beste. Ist es nicht ein Traum? Naja, ist ja wohl ganz klar, mein Herz schlägt mehr für Damen. Und ich wollte schon immer mal im Kleinen kochen. Mal gucken, was heute im Backofen ist. Oh, ein Auflauf. Also das Campus Cooking gibt es ja schon mehrere Jahre hier. Ich finde, dieses Jahr haben sie es besonders schön gemacht, dass sie Sommergetränke mit verbunden haben mit dem leckeren Essen, dass man jetzt leider bei dem nicht so tollen Wetter, aber trotzdem schon den Sommeranfang genießen kann. Ja, ist gut, war lecker, kann ruhig öfter hier sein und ja, runde Sache. Ja, also es sieht nach wie vor lecker aus. Ich würde auch gerne noch mal dahin gehen, auf jeden Fall. Dann hin zu den Unternehmen. Da hatten wir ja quasi mehrere Unternehmen euch gezeigt, was sie anbieten für Studenten, für Schüler, alles Mögliche. Da, und dazu immer die Cube-Formel von der Karriereseite. Und da hatte die Bundeswehr gewonnen, weil ja, die echt eine super klasse Karriereseite hatten. Und den Gewinner haben wir ja dann auch zum Burgeressen eingeladen. Und
den Beitrag darüber, wie wir ihn eben zum Burgeressen einladen, den zeigen wir euch jetzt. Hallo, danke, danke. Wir laden Sie ein, weil Sie haben gewonnen. Ja. Wohlverdient, hoffe ich doch. Ja, natürlich. Ich habe immer mitgebracht. Also, ich bin gespannt. Einiges gehört, dann können wir sehen, was kommt. Ja. Nimmt schon auf. Ja? Everything that kills me makes me feel alive. Hey! Das ist die fünfte Runde. Ja, also hoffentlich hat es Ihnen geschmeckt. Es war wunderbar gewesen. Dass Sie dabei waren. Danke. Danke für die Einladung. Danke für die schöne Zeit mit euch. Jederzeit, immer wieder, wenn es irgendwas zu Bundeswehr gibt oder wenn einfach nur Hamburger gegessen werden müssen, bin ich auf jeden Fall am Start. Ja, also wir hatten mega Spaß. Das waren ja jetzt nur so kurze Einblicke da drin. Die Männer haben natürlich mehr gegessen als wir Frauen, aber das war schon uns vorher auch schon klar. War sehr, sehr lecker. Ihm hat es auch gefallen. Wir hatten wirklich einen schönen Abend. War ein sehr, sehr sympathischer Mann. Wir hatten Spaß an dem Abend. Und das war es schon von unserer Seite. Also es war jetzt unsere letzte Sendung. Jetzt endgültig. Genau. Das neue Team hat natürlich Glück. Das liegt im Winter. Wir hatten hier im Studio manchmal mit 40 Grad zu kämpfen. Also da ist uns echt der Schweiß gelaufen. Ich hoffe, das hat man in den Shows da nie gesehen. Die haben natürlich Glück. Ne? Im Winter ist es nicht so heiß hier. Aber wir hatten Spaß. Ja, auf jeden Fall. Würdest du es weiterempfehlen? Na klar, also es hat echt mega Spaß gemacht. Am Anfang war es natürlich immer ein bisschen hektisch, weil keiner so genau wusste, aber jetzt dann am Ende war es eigentlich super. Ja, und unser Professor, der Herr Scholz, der war ja auch ziemlich relaxed. Und seine Meinung dieses Semester zu uns war... Machen Sie, was Sie wollen. Mir ist das jetzt wurscht.